Obdachlosigkeit in Zeiten von Corona. Wir sprechen mit Rainer Müller-Brandes und Kumpia, ein gutes Kartoffelgericht zum Wochenende. Und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser Wochenendausgabe von 0511, Ihrem Magazin aus Hannover. Wir starten mit einem Thema, was viele so gar nicht auf dem Schirm haben. Wir zum Beispiel machen diese Sendung aus dem Homeoffice und merken oft gar nicht, was das für ein Privileg ist. Wie geht es denen, die gerade keine Wohnung haben? Wie geht es den Obdachlosen? Mein Kollege Sören Köpke hat mit dem Geschäftsführer des Diakonischen Werks Hannover und Pastor Rainer Müller-Brandes darüber gesprochen. Wer in Zeiten der Corona-Pandemie aus dem Blick gerät, sind die Ärmsten der Gesellschaft, Menschen ohne Wohnung. Ich rede darüber mit Pastor Rainer Müller-Brandes vom Diakonischen Werk Hannover. Wenn wir zu Hause auf dem Sofa sitzen und Fernsehen, dann steht da immer Stay at home oder bleiben Sie zu Hause. Wenn man aber kein Zuhause hat, dann ist das natürlich ganz, ganz schwierig, damit umzugehen. Ne? Und das trifft die Menschen noch mal härter. Ne? Unser Eins hat ja die Möglichkeit, wenn wir uns schlecht fühlen, zum Hausarzt zu gehen oder da anzurufen oder worst case mit dem Auto zum Messegelände zu fahren und uns da testen zu lassen. Das sind alles Dinge, die für Wohnungslose nicht in Frage kommen. Von daher ist da die Situation noch mal ausgesprochen schwieriger. Wie schätzen Sie die Risikolage ein, für diese Bevölkerungsgruppe selbst zu erkranken? Also das ist auf zwei Ebenen zu sehen. Die eine Ebene ist erstmal, weil die Tafeln vielerorts zu sind, wo kriege ich was zu essen her? Das heißt, wir haben es hingekriegt, bin in einer Woche zusammen mit anderen natürlich. Morgens, habe ich schon gesagt, im Kontaktladen Mäcki 200 Menschen zu versorgen. Mittags werden wir den Kompass, ein anderer Tagestreff von uns, so ausgestalten, dass wir da auch Reis, Kartoffeln, Nudeln mehr so im Sinne einer Ersatztafel öffnen, natürlich auch unter Wahrung des Sicherheitsabstandes. Und abends hat die Landeshauptstadt ja zusammen mit den Wohlfahrtsverbänden und anderen Trägern so eine heißes Essen-to-go-Ausgabe organisiert. Hier im Innenhof ist auch eine, also Stichwort Essen, da sind wir einen Schritt weiter. Aber die große Herausforderung ist natürlich, wenn ich wohnungslos bin, obdachlos, dann gehe ich in die städtische Notunterkunft. Das sind ein Feld neben dem anderen, ein Feldbett neben dem anderen. Und da ist natürlich der Sicherheitsabstand nicht zu gewährleisten. Und da sprechen Sie was an, wenn da jemand infiziert wäre. Erstens, wir kriegen es nicht mit, er kriegt es auch nicht mit, sondern er kommt dann zu uns und unsere Krankenschwester sieht ihn dann vielleicht und sagt, hier ist was nicht in Ordnung und schickt ihn dann, begleitet ihn dann zum Krankenhaus. Und dann wird was festgestellt und wohin dann? Das ist eine große Frage. Und deshalb hat die Landeshauptstadt im Gespräch mit der Region zusammen mit uns jetzt auch zwei Hotels angemietet, wo dann Menschen, die infiziert sind, hinkommen mit Einzelzimmern. Das ist aber nur der eine Teil. Das sind ja die meisten, Gott sei Dank, ja nicht infiziert, wenn wir es denn wüssten. Dann gehen wir mal davon aus. Und wo bleiben die? Tagsüber kann man sich da nicht aufhalten. Die Tagestreffs haben ihre Möglichkeiten eingeschränkt. Dann geht es um Hygiene. Und wir machen jetzt auch wieder, wie es möglich kommt, dass die Leute duschen können. Die Schließfächer machen wir wieder zugänglich. Und es gibt von der Region und der Landeshauptstadt zusammen mit uns die Überlegung demnächst, das wird dann öffentlich werden, in den nächsten Tagen ein öffentliches Gebäude aufzumachen, wo man sich dann auch sanitär und eben mit Blick auf mehr Möglichkeiten, sich zu separieren, aufhalten kann. Was muss noch getan werden, um besonders verletzlichen Menschen zu helfen? Wo sind Land, Stadt und Zivilgesellschaft gefragt? Ich sag mal, als Zivilgesellschaft würden wir uns freuen. Wir machen unsere Kleider kann man ja nach Bedarf, sind die weiterhin für die Menschen da. Aber wir erleben ganz viele Menschen, gerade bei dieser Temperatur, die ein bisschen überrascht hat, doch noch, dass sie schlecht bekleidet sind. Also wenn wir Schlafsäcke bekommen können an die Berliner Allee 8, unserer zentralen Beratungsstelle in Hannover und am Hauptbahnhof, wären wir sehr dankbar. Männerbekleidung, warme Männerbekleidung. Wir sehen ja, wie die Menschen zu uns kommen und dann können wir direkt rausreichen. Guck mal, hier mit der Jacke kommst du nicht weit. Dann reichen wir was raus durchs Fenster oder bringen sie auch in die Kleiderkammer. Das ist der eine Part. Der zweite, ich glaube schon, uns allen tut es gut, wenn wir auch angesprochen werden, wenn man uns auf Augenhöhe begegnet, egal ob uns gut oder schlecht geht, und einfach mal gefragt zu werden, naja, brauchst du noch was, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Das tut einem emotional schon mal gut, weil die Unsicherheit groß ist. Bis dahin, dass wir frei sind, auch mal einen Euro oder zwei zu geben, das ist ja unsere Entscheidung. Herr Müller-Brandes, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihre wichtige Arbeit. Ja, Ihnen auch. Dankeschön.
Das Coronavirus hat unseren Alltag verändert. Viele Menschen haben sich ins Homeoffice zurückgezogen, so auch mein Kollege Gunther Wollny. Dort spricht er mit ExpertInnen und Fachleuten und teilt seine Erkenntnisse. Corona kurz erklärt heißt dieses Format, das Gunther Wollny erfunden hat. Und heute geht es um die Frage, wie lässt sich das Coronavirus am wirkungsvollsten stoppen? Corona kurz erklärt. Heute aus meinem H1 Homeoffice. Eine Frage, die sich sicherlich jeder stellt. Wie lässt sich die Ausbreitung des aktuellen Coronavirus am wirkungsvollsten stoppen? Zur Beantwortung dieser Frage bekomme ich Unterstützung von Jasmin. Jasmin steht kurz vor ihrem Abschluss im Masterstudiengang Public Health an der Medizinischen Hochschule in Hannover und hat sich im Rahmen ihres Studiums auch ausführlich mit Epidemiologie beschäftigt. Jasmin erreiche ich in ihrem Homeoffice. Hallo Jasmin, wie schaffen wir es, dass ganz schnell viele Menschen gegen das aktuelle Coronavirus immun werden, sich also nicht mehr infizieren können? Wir wissen ja noch nicht allzu viel über das aktuelle Coronavirus, aber wir gehen mal von zwei Möglichkeiten aus. Die eine Möglichkeit ist eine Impfung und die andere Möglichkeit geht eben so, dass sich die Leute anstecken und Antikörper bilden und so eben immun werden gegen das Virus. Bedeutet das etwa auch Herdenimmunität durch Infizierung eines Großteils der Bevölkerung? Ja, das Phänomen der Herdenimmunisierung, das ist grundsätzlich, das stimmt grundsätzlich, aber die Frage ist, ist das jetzt hier in dem Falle so eine gute Idee? Also die Bevölkerungs- oder auch Herdenimmunität, die ist erreicht, wenn ein bestimmter Anteil der Bevölkerung eben immun gegen das Virus ist. Damit hat das Virus eben kaum noch die Möglichkeit, sich auf ansteckungsfähige Leute zu übertragen. Für das aktuelle Coronavirus sei Herdenimmunität erreicht und somit eine weitere Ausbreitung des Virus gestoppt, wenn etwa 70% der Bevölkerung immun sind. Woher kommt eigentlich diese Zahl? Die zugrunde liegenden Parameter der Berechnung sind zum einen die sogenannte Basisreproduktionszahl R0. Und diese Basisreproduktionszahl, die sagt uns eigentlich, wie breitet sich so ein Virus aus, wenn noch keiner immun ist. Und in dieser Basisreproduktionszahl spielen drei Faktoren eine Rolle. Also zum einen die Infektiosität des Virus, die Kontaktrate und wie lange so ein, oder gerade dieses Virus jetzt im Moment, wie lange das infektiös ist. Man muss allerdings sagen, dass viele Sachen hier noch Schätzwerte sind. Ja, also über viele Sachen wissen wir eben noch nicht genau Bescheid. Im Moment ist es so, dass die Basisreproduktionszahl bei 3 liegt. Das heißt, ein Infizierter steckt 3 andere Infizierte an. Ein anderer wichtiger Parameter ist die sogenannte Nettoreproduktionszahl R. Und die schließt eben die Menschen ein, die noch angesteckt werden können. Und für die Berechnung dieser ungefähr 70% spielt das eben eine Rolle. Es ist jetzt so, wenn R kleiner als 1 ist, dann können wir im Prinzip die Ausbreitung des Virus stoppen. Der berechnete Anteil immuner bzw. resistenter Menschen, der für eine Herdenimmunität erforderlich ist, beruht also auf einer einfachen mathematischen Formel und ergibt für das Coronavirus 66%. Bei einer Bevölkerung von etwa 83 Millionen wären das etwa 55 Millionen Menschen in Deutschland, die immun sein müssten, damit die Virusausbreitung von alleine stoppt. Welche Folgen hätte das aber, überließe man dem Virus die ungehemmte Ausbreitung und somit die Infektion von 55 Millionen Menschen? Ja, ich habe dazu mal eine Rechnung gemacht. Und zwar würde Folgendes passieren. Das ist jetzt ein Szenario, da gehen wir davon aus, dass wir uns einen Zeitraum von einem Jahr anschauen. Ja? Diese 66%, die wir eben errechnet haben, von 83 Millionen Einwohnern in Deutschland, sind 66% 55 Millionen.
So. Wenn wir jetzt optimistisch rechnen und davon ausgehen, dass von diesen 55 Millionen 5%, nur 5% einen schweren Verlauf haben, dann sind wir bei 2,75 Millionen. Normalerweise ist es so, dass in Deutschland auf der Intensivstation beatmungspflichtige Patienten sind ungefähr 500.000. Es sind ein paar Patienten weniger. So. Bei den 5% schweren Verläufen hätten wir also jetzt 2,75 Millionen. Diese ungefähr 500.000 kommen aber noch dazu, weil die sind ja nicht weg durch Corona. Die gibt es ja trotzdem noch. Wenn wir jetzt wieder optimistisch und wohlwollend rechnen und davon ausgehen, dass das Virus eine Letalität von 1% hat, dann wären das 550.000 Tote im Jahr. Und das heißt mit anderen Worten, jeder fünfte Intensivpatient würde daran versterben innerhalb eines Jahres. Und das ist ein Einjahresszenario. Was wäre denn dann die Alternative? Was muss getan werden, um dieses Szenario zu verhindern? Ja, also wie wir eben gesehen haben, was wir auf keinen Fall machen dürfen, ist die Erreichung der Herdenimmunität dem Virus zu überlassen. Das führt, wie aufgezeigt, eben zur Katastrophe. Ein Impfstoff haben wir noch nicht. Das ideale Ziel wäre natürlich, dass wir, bis wir einen Impfstoff haben, keine Ansteckungen mehr haben. Das ist natürlich unrealistisch, aber was wir tun können, ist, diesem Ziel so nahe wie möglich zu kommen. Das heißt, wir müssen wirklich Infektionen einfach verhindern. Und damit das gelingt, kann jeder Einzelne mit seinem Verhalten dazu beitragen, dass wir das Ziel eben erreichen. Vielen Dank, Jasmin, für diesen Ausflug in die Epidemiologie. Jeder, ich, Sie alle, tragen dafür Verantwortung, dass wir die Geschwindigkeit des Ausbreitens des Virus maximal verringern. Wenn sich jeder maximal vor einer Ansteckung schützt, können wir vielleicht eine ansonsten drohende Katastrophe noch verhindern. Werden Sie schon müde davon, dass Sie immer das Gleiche essen? Dabei ist es doch in diesen Zeiten so wichtig, sich mit guten Sachen zu ernähren, und das ist wichtig sowohl für die Gesundheit als auch für den Geist. Da kommt die Kartoffel ins Spiel. Man kann aus der Kartoffel, man kann Salzkartoffeln machen, Pommes, Chips, was gibt es da nicht alles? Falls Sie eine neue Variante suchen, um mit der Kartoffel irgendwas Schönes anzustellen, dann zeigt Christian Ernst Ihnen jetzt, was Kumpir ist. Moin Leute, wir machen heute Kumpir. Das ist der formelle Begriff für Ofenkartoffeln. Den Prozess des Kochens erspare ich euch, deshalb zeige ich euch direkt, wie ich die gekochten Kartoffeln aufs Blech lege, wie ein triebgesteuerter Konditor seine Törtchen. Lasst euch nichts einreden. Es kommt sehr wohl auf die Größe an. Jedenfalls bei Ofenkartoffeln. Lasst die kleinen daher lieber links oder rechts liegen. Ihre Zeit wird noch kommen. Fein säuberlich positionieren wir die Kartoffeln auf dem Backblech wie ein eloquenter Wortliebhaber seine Buchstabensuppe und verfrachten alles in Windeseile in den Ofen wie ein wahres Logistikgenie. Während die Kartoffeln im Ofen die heiße Umluft genießen, bereiten wir ihre Füllung vor. Es gibt Käse, noch mehr Käse, Quark, Schnittlauch und Petersilie. Dazu noch ein paar Gewürze. Auch wenn es sich in unserem Fall streng genommen um Stehwürze handelt, aber wir klemmen uns unsere filiströse Ader heute einfach mal ab. Filiströs bedeutet engstirnig. Ich benutze gerne ungewöhnliche Begriffe, um unrechtmäßig klug zu wirken. Nun gut. Versuchen wir vorsichtig, die Kartoffeln mit zwei Gabeln zu öffnen. In mir ist, wer hätte es auch erwartet, kein chirurgisches Talent versteckt, weshalb der erste Versuch kläglich scheitert. In weiser Voraussicht habe ich natürlich mehr als eine Kartoffel vorbereitet. Bei der zweiten sieht das doch gleich viel ansprechender aus. Prangt bald ein Michelin-Stern auf meiner Brust? Das wäre ziemlich unverdient bei dem Käse, den ich hier regelmäßig verzapfe. Andererseits liebe ich Käse und mime an dieser Stelle den Antischwaben und geize keineswegs. Zart und sanft bearbeite ich das Molkereiprodukt, sodass unser zerbrechlicher Erdapfel nicht über den Jordan geht wie ein berühmter Basketballspieler. Danach noch etwas Quark und Kräuter und fertig ist unsere Kumpir. Leute, es war mir ein Fest und hat sehr geschmeckt. Macht's gut, ihr Ottos. Ciao, ciao. Ja, guten Appetit. Und falls Sie danach Lust bekommen auf Kultur, hat das Schauspiel Hannover vielleicht was für Sie. Die zeigen nämlich jetzt jeden Samstag ein aktuelles Stück,
per Livestream um 19.30 Uhr. An diesem Samstag, also dem 4. April, ist das Platonova nach Platonow von Anton Tschechow. Darin geht es um eine Hochzeitsfeier, die aus dem Ruder läuft. Und nächsten Samstag, also am 11. April, geht es dann weiter mit Zeit aus den Fugen. Schauen Sie doch mal rein, was die Verantwortlichen da gezaubert haben. Bis dahin, bleiben Sie gesund, schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, machen Sie es gut, auf Wiedersehen und tschüss.